Hallo und herzlich willkommen zurück zu Young Merlin. Yay, im letzten Part haben wir viele Sachen erlebt. Wir haben die gesamte Mine versucht zu erkunden, also soweit wie es zumindest möglich war. Wir haben eine Art Lore oder Draisine gefunden. Und ja, wir brauchen ein Rad und dafür einen Schraubenschlüssel. Außerdem haben wir der kleinen Fee geholfen, ihr Spiegelbild wieder zu bekommen. Und die war so freundlich und hat uns hier diesen Wald geöffnet, also hier diese Barriere, diesen Stromschlag weggemacht. Und ja, da wollten wir noch einfach mal hier reinschauen, denn hier haben wir nämlich auch die werte Dame von Anfang des Spiels gesehen. Doch bevor wir zu ihrem Haus schauen, möchte ich mich hier noch ein bisschen umsehen. Oder gehen wir gleich zu ihr? Ja, wir gucken erstmal um das Haus herum. Dem Fluss entlang. Ach, ist das nicht schön hier. Also hier haben wir schon mal eine Brücke. Ich glaube, die hat man auch im letzten Part schon gesehen gehabt, diese Brücke. Deswegen gucken wir uns erstmal hier ringsherum so ein bisschen um. Man weiß ja nie, was es so Schönes zu finden, zu entdecken gibt und hat noch nicht gesehen. Das ist auch schon das Häuschen von ihr. Und der Schraubenschlüssel, den wir suchen, der liegt auch schon dort vor der Tür. Ah, wir wollten ja mal fix anklopfen und fragen, ob wir den einfach so mitnehmen dürfen. Und na, wollen wir doch mal schauen, ob das dann geht. So, ich glaube, wir haben jetzt in etwa alles erkundet, was wichtig ist. Gucken wir hier nochmal querfeldein rüber. Aber nein, ich denke, wir haben alles. Gut, wir laufen zum Haus. Da ist es auch schon. Also ich finde das für die damalige Zeit gut reingesetzt. Sieht ein bisschen modellbaumäßig aus. Die Sau hat ihn einfach so mitgenommen. Ach, Papi. Was sagt er? Genau, dieses Kloschwein. Huhu. Hi. Finde ich klasse. Halte schon den Jungen fern. Das ist kein guter Umgang für dich. Los, husch, husch, ab ins Haus. Das ist eine Frechheit. Ich bin ein ganz Lieber. Ich wollte dir doch nur helfen. Du Arsch. Na gut. Du wirst schon noch dein Fett wegbekommen. Hoffe ich zumindest. Naja, schauen wir erstmal woanders hin. Vergessen wir die ganze Sache. Wir haben immerhin den Schraubenschlüssel uns einfach mal so flugs stibitzen können. Und ja. Oh, guck mal. Ein Tor. Wie hübsch. Und ein wunderschöner Fluss. Wahrscheinlich ein sehr gefährlicher Fluss. Eine schöne Baumwurzel. Hat was. Mit einem Herz drin. Wunderschön. Nanu, wer wohnt denn hier? Ich glaube, den Typen da haben wir diesen Spieletitel zu verdanken. Na dann, erzähl mal was. Was ist los? Wow, wow. Schlüssel? Also irgendwie hab ich schon Alzheimer. Ich verstehe schon. Ich hab einen Schlüssel verloren. Ich weiß nicht mal, wo er liegt. Aber ich weiß, wo er liegt. Also, aber auch nur, weil ich schon das Spiel gespielt habe. Wobei jeder eigentlich selber drauf kommen kann. Das ist ja auch so ein typisches Spiel, wo man nur erkunden muss. Ich bin mir sicher, hier irgendwo gab es noch einen Herzcontainer. Na nu, da hatte ich gerade irgendwas hier ins Bild geglitscht. Sah komisch aus. Ich war mir eigentlich sehr sicher, dass es hier noch irgendwo was zu holen gab. Darum tun wir das Ganze jetzt nochmal ablaufen. Alles, hier ist das Tor. Da waren wir vorhin schon mal. Waren wir hier unten auch? Ja, hier unten ist nur die Brücke. Und der Wasserfall. Wasserfall ist auch sehr hübsch. So, haben wir durch das Tor durchlaufen können? Ja, wir können durchlaufen. Wahnsinn. Ein Tor, durch das man durchlaufen kann. Wer hätte das erwartet? Aber was macht das Tor so mitten irgendwo im Nirgendwo? Irgendwie unlogisch. Aber na gut. Lassen wir das erstmal so bestehend. Und hier haben wir wieder die wunderschöne Baumwurzel, die ganz merkwürdig gewachsen ist. Mysteriöse Art und Weise. Und einen Irrgarten haben wir auf jeden Fall. Mich würde es ja nicht wundern, wenn der Alte seinen Schlüssel da drin verloren hat. Dort haben wir die Steine und den Alten.
Die Art und Weise, wie die sprechen, ist genial. Daraus kannst du einen Remix machen. Schon genial. Schön, schön. Gut, erkunden wir den Irrgarten. Da werden uns nur alles abgelaufen, aber ich hätte schwören können, hier gab es noch irgendwo etwas. Vielleicht schauen wir ja später nochmal in Form eines kleinen Rundgangs herum. Und ich habe ganz vergessen, meine Zeit zu stoppen. Sekunde mal, ich muss mal kurz auf meine Uhr gucken. Wohin? Da komme ich gleich mal an meinen Schreibtisch. Na gut, machen wir mal noch 10 Minuten. Ich weiß nämlich nicht, wie lange der Part schon läuft. Das war schon beim letzten Mal so ein bisschen schlecht. Jetzt habe ich nämlich keine Zeitanzeige mehr. Da ist der Schlüssel. Ist ja der Hammer. Der Wahnsinn. Oder wir machen den Irrgarten noch fertig. Also wir laufen ihn am besten einfach erst einmal ab. Und auch hier haben wir wieder so eine Aktion. Was ist denn das? Wir sollten vielleicht mal, genau, das Zauberpulver ausrüsten, ne? Das Eispulver. Puder, wie auch immer. Wird nämlich gleich wieder irgend so, genau so ein grünes Viech kommen. Die grünen Viecher sind echt uncool. Und deswegen wollen wir sie doch lieber ein bisschen meiden. Ja, wir laufen erstmal ringsrum. Also das heißt, wenn uns das gegeben ist. Oh, eine schöne Bank, leider können wir uns nicht draufsetzen. Die Bänke sind aber auch riesig. Ganz nett. Vielleicht sollte ich mal wieder hier mehr mit Steuerkreuz arbeiten als mit Analogstick. Der ist ein bisschen ungenau, wie ich finde. Ah, guck mal, da ist doch ein leerer Herzcontainer. Aha. Ja, ja. Auch die Säcke kommen hier durch. Voll kämpfen. Ja, ja, du kleiner Sack. Du kleiner Terrorist. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, einfach so einen hässlichen Busch hier auf dem Hals zu hetzen. Nee, 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 die lassen sich Töne einfallen. Aber zu was sie alles mutieren können, ne? So ein Einzelner mit so einen Ast in der Hand, was sie alles werden können. Das erinnert mich ein bisschen an diese, wie nennt man die gleich? Die japanischen Waschbären, mit ihren Blättern da, Tanuki, glaube ich, nannte man die Dinger. Ja, ich glaube, Tanuki war richtig gewesen. Bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher. Muss doch irgendwo durchgehen. Wie will vor dem Vieh flüchten? Jetzt sind wir wieder an der unteren Kante, nehme ich an. Mensch, Mensch, Mensch. Da müssen wir doch auch irgendwie... Nee, kommen wir nicht rein. Ich weiß, hier ging es auch irgendwo noch durchzulaufen. Ich bin mir sicher. Ich weiß noch, damals konnten wir die Rätsel irgendwie nur lösen, weil wir die Viecher haben durch die Hecke laufen sehen. Dadurch sind wir darauf gekommen, dass wir auch durch die Hecken laufen können. An manchen Stellen, nicht an allen. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Kommen wir hier nicht irgendwie durch? Nee, das ist hier unten bestimmt verbunden, oder? Ja. Hier geht's nicht weiter. Irrgarten. Typischer Irrgarten. Wo wir drinnen rumirren können. Wer hätte das für möglich gehalten? Wir müssen irgendwie in so einen Seitenteil reinkommen. Und in der Mitte müssen wir auch noch. Da gab's noch mehr zu holen, da bin ich mir ganz sicher. Ich mag die grünen Viecher nicht. Die gehen mir langsam nur sicher auf den Sack. Vor allem, die kommen endlos oft. Das bringt also nichts, wenn wir die kaputt machen. Die werden eh in Kürze wiederkommen. Das ist ähnlich wie mit den Schweinen. Ja, vielleicht. Bein? Na gut, der kommt auch nicht durch. Das soll mir recht sein, wenn das Vieh nicht durchkommt. Laufen wir erstmal hier so eine Runde querfeld ein. Durch den Irrgarten. Und gucken. Ah ja, wir kommen hier heraus. Ist ja sehr schön. Nehmen wir noch das Blümchen hier mit. Mitnehmen. Genau, dankeschön. Muss es doch aber irgendwie durch eine Hecke gehen. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass das geht. Ich bin mir sehr sicher. Stirb! Stirb! Mistvieh. Aua, jetzt tritt er mir auch noch auf den Fuß. Die Sau. Das geht doch nicht. Nur sicher, hier ging es irgendwo durch. Aber welche Mauer war es? Es muss irgendeiner sein, wo wir nicht ohne weiteres reinkommen. Und die Schlüssel haben wir ja auch noch nicht gefunden. Ah, eine Flasche. Das könnte vielleicht die Stelle sein. Kommen wir hier rein? Nein, echt nicht. Na gut. Versuchen wir mal, die Mauer entlang zu laufen. Das heißt, wenn uns das gegeben ist. Vielleicht kommen wir nämlich hier rein, da wo das Bäumchen steht. Ja, wo das Bäumchen steht. Wunderschön. Haben wir eine Flasche. Da können wir doch was von dem Wasser mitnehmen, falls wir irgendwann mal wieder an einem Brunnen vorbeikommen. Ah ja, genau, das ist hier so eingekesselt. Hier kommt keiner durch. Genau, und durch das Vieh, was hier raushüpft, sind wir, glaube ich, auf die Idee gekommen, mal hier durch die Hecke zu laufen.
ganz schön clever, was sie sich hier haben einfallen lassen, die Leute. Aber das ist auch ein schönes Labyrinth, das lohnt sich richtig als Labyrinth. Das ist nicht nur so Larifari. Ja, schaut mal, hier ist auch wieder so ein Bäumchen. Ich wette, die Bäume, die weisen darauf hin. Au, 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 au. Mistvieh. Ach, wenn wir einfrieren. Da könnten wir zumindest mal ein Herz hinterlassen. Wisst ihr das? Das ist echt ganz schön Unverschämtheit. So eine unverschämte Unverschämtheit. Ach, ich bin mir aber sicher, gab es noch einen zweiten Herzcontainer. Ich bin mir sehr sicher. So, kaputt. Und da läuft er wieder ganz komisch hier mit Moonwalk in den Busch hinein. In das Gestrüpp. In die Wand. Jetzt sind wir erstmal wieder hier. Wollte ich mal sagen. Oh, hoppala. Ich wollte eigentlich Select drücken. Oh, falsche Knopf. Da will man... Oh, ich habe zweimal dasselbe Wasser, wie ich sehe. Gucken wir doch mal, was haben wir denn hier für Wasser? Ach, hier haben wir anderes Wasser. Das war, glaube ich, Unverwundbarkeitswasser gewesen. Aber wir bleiben lieber beim Eissäckchen. So, jetzt müssen wir nur noch den blöden Schlüssel finden. Eigentlich war der Weg zum Schlüssel nicht schwer. Wir müssen aber erstmal vielleicht wieder den Anfang finden. Vielleicht. Anfang war hier unten irgendwo. Guck mal, vielleicht ist ja schon der Weg zum Schlüssel. Nee, ich glaube, das ist der Weg zum Anfang. Genau, hier ist der Anfang. Nicht weit von hier müsste der Schlüssel liegen. Wo war der Schlüssel? Schlüssel? Dort ist der Schlüssel drin. Aha. So, erstmal machen wir das Ding noch kaputt. Ja, geht kaputt. Und schon wieder so ein blödes Vieh an. Aua. Kann nicht wahr sein. Ich kann auch nicht mal an dem vorbeilaufen. Ich kann ihn noch nicht mal links liegen lassen. Ah, genau. Rennen. Rennen weg. So, den Schlüssel haben wir. Ich bin mir sicher, hier gibt es noch irgendwas. Wir schauen uns nochmal hier ganz am Rand herum. Also, wir haben eine Flasche, einen Herzcontainer, einen Schlüssel gefunden. So, schon mal gute Voraussetzungen, um hier in dem Spiel weiter voranzukommen. Also, schauen wir doch nochmal nach. Hier unten irgendwo. Vielleicht gibt es ja doch noch was. Also, hier gibt es schon mal nichts. Hier ist tote Hose. Bis auf so ein paar grüne Viecher da. Nichts zu sehen. Rein gar nichts. Hier ist wieder das Bäumchen. Hier kam man, glaube ich, zur Flasche. Da will ich aber kein zweites Mal hin. Also Bäume sind verdächtig. Wenn wir irgendwo einen Baum sehen, muss es auch irgendwo einen Geheimgang geben. Also einen Weg durch die Hecke meine ich mit Geheimgang natürlich. Ja, hier drinnen kam man ohnehin nicht weiter. Das war nur für die Flasche gedacht. So ein bisschen zwischendrin vielleicht ablaufen. Also das heißt, wenn man das hinbekommt... So zwischendrin ablaufen. Ne, hier war nur der da. Jetzt kommt der wieder so grünes Vieh raus. Hier war eine Sackgasse. Hier sind wir wieder am Rand. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Na, du sollst nach unten gehen, Kollege. Kollege Young Merlin. Und da kriege ich gleich wieder Besuch? Das finde ich gar nicht gut. Na gut, ich versuche mich jetzt mal nicht ablenken zu lassen. Und ich wurde doch unterbrochen. So ein Mist. Na gut. Ich mache diesen Part noch fix zu Ende. Und hoffe, dass ich nicht noch einmal unterbrochen werde. Das wäre ganz schön uncool. Stopp! Bevor das andere Vieh naht. Aua, aua, aua. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Nee? Na gut, ich würde sagen, das nehme ich da jetzt einfach mal so hin. Als abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, schauen wir erstmal wieder Richtung Minen. Oder nee, erstmal müssen wir Kollege Merlin mal den Schlüssel abgeben. Der Part ist auch gleich vorbei, sagt meine Uhr. Wo ist er denn jetzt? Oh, hier oben. Da ist er. Guck mal, ich hab Schlüssel für dich. Sieh einer, guck. Wow, 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 wow. Wow, ein Glas, ein Goldfischglas. Ja und? Aha, du willst einen Fisch haben. Willst du einen Fisch haben? Ja, ich habe schon verstanden, aber den Sinn dahin verstehe ich nicht so richtig. Na gut, Leute, da würde ich sagen, wir gehen jetzt noch runter zur Brücke. Wo ist die Brücke? Ah, da ist sie ja. Wundervoll.
Auf die andere Seite kommen wir auch nicht anderweitig. Ach, ich bin mir sicher, hier gab es irgendwo noch etwas. Verdammt. Und doch ein Ende. Nö. Echt nicht. Sauerei. Ich guck nochmal hier runter. Müsste eigentlich gleich das Haus kommen. Hm. Schon irgendwie komisch. Seltsam. Sehr seltsam. Na gut. Nehmen wir das so hin. Und ja, ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Ich danke euch wieder vielmals fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es weiter. Da werden wir erstmal in die Mine gehen, aber zuvor holen wir uns das Rad. Und ja, dann ist Action pur angesagt. Lasst euch überraschen. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.